this thumbnail is so good. Oh yeah, I know it. This is the best thumbnail. Ich war in Kanada, um mir die Cannabis-Legalisierung anzuschauen und um dort ein paar geile Videos mit Adam von dem Drogenkanal Psyched Substance zu drehen. Und falls ihr diese Information soeben erst erfahren habt, warum zum Teufel habt ihr mein letztes Video nicht angeschaut? Da habe ich auf eine sehr coole Weise revealed, dass ich Videos mit Adam mache. Aber das hat sich leider kein Schwanz angeschaut. Wir haben mehrere Videos gedreht, manche für meine Channels, manche für seine. Aufgrund von privaten Umständen von Adam kann es sein, dass wir einige davon erst etwas später releasen können. In diesem Video nehmen wir alle Lisdexamphetamin, auch Vivanse genannt. Aber da sich das nicht so sexy anhört, habe ich das im Titel wahrscheinlich einfach nur teures Speed genannt. Jupp. Wie man am Namen schon hören kann, wirkt die Substanz theoretisch sehr ähnlich zu normalen Speed. Sie erhöht die Ausschüttung der Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin. Jedoch ist Lisdexamphetamin übertrieben teuer. Während normales Speed auf dem Schwarzmarkt oft unter 10 Euro pro Gramm kostet, kostet 1 Gramm Lisdexamphetamin auf dem Schwarzmarkt fast 400 Euro pro Gramm. Und das, obwohl man bei Speed für einen regulären Rausch eine geringere Menge braucht. Lisdexamphetamin ist eine Prodrug. Im Körper wird sie umgewandelt zu Lysin und Dexamphetamin, was dann die Hauptwirkung erzeugt. Das heißt, wenn man den Preis nochmal auf den Hauptwirkstoff Dexamphetamin umrechnet, ist die Substanz nochmal deutlich teurer als 400 Euro pro Gramm. Adam meinte, dass es so ziemlich die teuerste amphetaminartige Droge ist, besonders wenn man kein Rezept hat. Doch gegen was bekommt man das überhaupt verschrieben? Gegen ADHS, eine Diagnose, die sowohl Adam als auch ich erhalten haben. Meistens wird Lisdexamphetamine verschrieben, wenn ein Patient auf Ritalin bzw. Methylphenidat nicht anspringt. Selbst wenn man ein Rezept hat, kostet die Droge 120 Euro pro Packung, was die Krankenkasse nicht übernimmt. Ist das Zeug den Preis wert? Hier mein Erfahrungsbericht. Gegen 18 Uhr nahmen wir eine 50 Milligramm Pille der Substanz. Adam und ich haben uns gerade hier ein bisschen Vivanse gegönnt. Das ist so ein Ding in Richtung Speed, würde ich sagen. Bis sich die ersten Wirkungen bemerkbar machten, verging mindestens eine Stunde. Lisdexamphetamin braucht oral eingenommen bis zu 3 Stunden, um die volle Wirkung zu entfalten. Die mit Abstand positivste Wirkung, die ich von der Droge gespürt habe, war ein unglaublicher Tatendrang. Meine Motivation, jetzt möglichst viele geile Videos umzusetzen, war riesig. An dem Tag filmten wir auch ein VR-Video für Adam seinen Channel und die Software, die das aufnimmt, machte die ganze Zeit Probleme. Aber es hat sich einfach so gebockt, zu versuchen, das Problem zu lösen, obwohl ich sowas sonst hasse. Die Wirkung war im Gegensatz zu Modafinil nicht unterschwellig. Ich fühlte mich sehr wach, konzentriert, aufgeweckt, glücklich, motiviert und hatte so ein bisschen ein Laberflash. Obwohl ich es eindeutig spürte, wirke ich in den Aufnahmen meiner Meinung nach aber dennoch ziemlich nüchtern. Schreibt in die Kommentare, ob ich eurer Meinung nach bei folgendem Gelaber nüchtern wirke. Ja, ich merke definitiv, es ist also ein leicht stimmungsaufhellender Effekt. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gleich richtig geil gelaunt sein werde. Apropos, ich frage mich, ob man jetzt hier gerade irgendwas richtig Geiles reinkien könnte. So, oh, schau dir das an. Oh mein Gott. She handles drugs like a boss. More than Simon? Yeah, definitely. Like, she's like kind of my trip sitter. Like, if we both take psychedelics, like, and I can't take off my shoes because I'm tripping so hard. Yeah, but you trip unusually hard. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch schon so einen kleinen Laberflash. Ich laber definitiv mehr als davor. Kennt ihr das, wenn ihr so sonst die Kamera anmacht? Nein, ihr seid ja gar keine YouTuber, aber ich sag gerade alles, was durch meinen Kopf geht. Und deswegen ist es auch sehr intelligent, was ich sage. Ich schiebe alles immer auf mein ADHS. Und manchmal frage ich mich, ja, vielleicht bin ich einfach nur dumm. Kennt ihr Ligretto, wo man so ganz schnell die Karten legen muss und so? Da bin ich ungefähr der allerlangsamste. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch einer der schlechtesten Ligretto-Spieler seid. Das Problem ist, ich liebe das Spiel Ligretto. Ich finde es so geil, aber ich verliere da immer haushoch. Und da denke ich mir so, bin ich dumm deswegen?
ich kann logisches Denken, aber bin nur sehr langsam darin. Aber ist es dann auch, die Frage ist so, ist langsam sein direkt Dummheit? So, hier habe ich meinen Puls gemessen, das ist ganz interessant. Der ist normalerweise so auf 70 und jetzt ist er gerade auf 107. Das ist ja, aber das ist natürlich war zu erwarten. Bei solchen Drogen geht der Puls hoch. Nicht jeder schaut auf dieser Droge so normal aus wie ich. Adam meinte, er hat es schon häufig erlebt, wie Menschen darauf übelst die Kieferspastiken bekommen haben. Obwohl die Droge bis zu einem gewissen Zeitpunkt für gute Laune und Euphorie bei mir sorgte, änderte sich meine Stimmung deutlich, als wir ein paar Spiele spielten. Immer wenn ich einen Fehler machte, hat mich das so hart aufgeregt. Wer sich erinnert, genau das gleiche habe ich auch über Modafinil gesagt. Wobei ich schon sagen würde, dass es bei Vivanse stärker war. Ja. It also, yeah. Look how angry he is. Gets you angered up, hyped up. This is the angriest I've seen you since you've got here. You actually look pissed. I was watching you play, you're like, oh fuck! Zu Zeiten, wo ich gut drauf war, schien Vivanse schon meine Performance zu verbessern. Aber die durch das Scheitern verursachte Wut sorgte dafür, dass ich schlechter performte als nüchtern. Die detaillierten Performance-Battles kommen in Zukunft auf Adams Kabal. Die Droge unterdrückt ja auch den Appetit und weil ich länger nichts gegessen hatte, wäre diese Wut eventuell nicht so stark gewesen, wenn ich mich fett mit Essen zugestopft hätte. Es unterdrücken ja sowieso fast alle Drogen das Hungergefühl, aber bei keiner Droge hatte ich wegen der langen Nahrungspausen eine so schlechte Laune. Also was ich damit sagen will, die richtig spaßigen Drogen sind stärker als der Hunger. Es ist unterhaltsam, dass Adam mich während des Rausches Folgendes fragte. So does this make you feel more like confident too? Like a lot of people, they feel more confident. I think, yeah. Like they'll make decisions, like they'll take other drugs while they're on it. Like they'll say, oh, now would be a good time to trip. Tatsächlich schien die Droge mein Selbstbewusstsein und meine Risikobereitschaft enorm zu steigern. Obwohl ich sonst so gut wie nie Mischkonsum betreibe, konsumierte ich auf diese Substanz noch zusätzlich 1 Gramm Kratom, etwas Weed und Lachgas. Und mein Lachgas-Trip ist fast die niceste Aufnahme des Abends. Are you sober again? Like, can't you? Or it's like the effects are. No. I'm done, but I'm still feeling the effects pretty strong. It's, I feel it. Wow. Wenn ihr mehrere Drogen griffbereit habt, lasst die Finger von dem Zeug, denn das kann euch zu gefährlichem Mischkonsum verleiten. Und wo wir gerade schon bei den negativen Seiten sind, Adam nimmt die Droge ja regelmäßig gegen sein ADHS. Ich habe ihn gefragt, ob er Langzeitnebenwirkungen von der Droge hat. Do you have like any long-term side effects? They've made me really weird. Weird? Yeah, just really weird. But besides that, actually I've always been weird. No, the real side effect is just they've lost effectiveness. Okay. Yeah. So that's like I was taking them once a week at first, then twice a week, and now I've been taking them like 4 times a week to get work done. Sometimes more. Okay. Are you worried about future side effects? No. Okay. I mean, I don't want to take this forever, for sure, but the only side effect I've really had is effectiveness. Maybe a little bit more forgetful. Yeah. I think a little more forgetful is the next thing that I'd attribute to it, but it's primarily when they're coming off that I feel more forgetful. You're probably the only person that's probably more forgetful than me. Yeah, I wasn't as forgetful before them, so those are 2 effects I've noticed. Okay. But I haven't lost any weight. I've actually gained weight. What? Yeah. That's I'm weird. I'm eating fine. Yeah. And what's your favorite color? Green. Andere Nebenwirkungen können sein verminderter Appetit, Schlafstörungen, Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, Gewichtsabnahme, psychiatrische Störungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, wo ich euch alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Der Rausch auf der Droge war schon schön, aber ist die Droge den Preis wert? Der wird die
Definitiv nein. Also sowas von nicht, bei weitem nicht. Ich werde die Droge vermutlich nie wieder nehmen. Es kommen bald noch mehr richtig geile Kanada-Videos. Da ihr diese nicht verpassen wollt und ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, müsst ihr diesen Kabal abonnieren.